von den ersten Zählereien war. Ja. Das hat sich also das ist die berühmte Chaosphase, die sie haben, wenn sie so ein Ereignis kommen. Die Rettung ist voll in Aktion, die Helikopter sind gelandet. Also wir haben, müssen unsere Arbeit machen. Oder? Und schauen, dass man da Struktur reinbringt. Das ist dann einfach mein Job oder in dieser Situation. Also es ist einfach so, im Vordergrund steht mein Job und dort muss ich funktionieren. Aber ich bin natürlich, ich komme vom Land, ich bin in einer Nachbargemeinde hier aufgewachsen, Budisholz. Das ist nicht so weit weg, ich habe da hinten Jagdkollegen, oder? Also ich bin natürlich mit betroffen, das ist klar. Also, das ist etwas, was schon unter die Haut geht. Also jetzt ist einfach, geht es im Rahmen von Sicherungsangriffen mal darum, die Spurensicherung zu machen, dann werden wir die Spuren analysieren, auswerten, werden es abgleichen mit dem, was wir von den Zeugen bekommen, also die Informationen. Wir werden dann versuchen, den Tathergang, den Ablauf zu rekonstruieren. Das ist eigentlich jetzt unsere Arbeit. Und je nachdem, um was es geht, das sind Schmalspurenauswertungen, sind Befunde vom Institut für Rechtsmedizin, Obduktion usw., das wird Tage oder Wochen dauern.